spannende Zeiten in Pokémon Go. Ich habe euch ja schon in den letzten Wochen immer wieder mal über das anstehende Kumpel-Feature, das Kumpel-Pokémon berichtet. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir können es endlich selber ausprobieren. Das will ich heute gemeinsam mit euch machen. Ich werde euch ein bisschen was über das Kumpel-Pokémon-Feature erzählen. Dann auch zeigen, wie das wirklich funktioniert, wenn man es macht. Nebenbei werde ich noch ein bisschen hier durch den Lootboy Park gehen. Ich werde vorne solche diese Arena besuchen, die man hier schon sieht. Kann man kurz reingucken. Ist da Platz für mich? Arena Level 2. Da ist Platz für mich. Ha! Also werde ich da einen Pokémon platzieren und ein paar Münzen abholen. Ich werde einen Spot besuchen, wo in München regelmäßig Vulkanos spawnen. Ich hoffe, das hat sich inzwischen nicht geändert. Und ich habe gerade eben Eier ausgebrütet. Außerdem habe ich eine neue Handyhalterung. Und. Das wird das beste Pokémon-Video aller Zeiten. Fangen wir doch einfach mit dem Kumpel-Pokémon-Feature einmal an. Wir können das gleich mal am Anfang auswählen, bevor ich losgehe. Hier, das macht man über das Trainer-Menü. Hier, man geht auf den Trainer unten links. Und rechts, wo man Tagebuch und Individualisieren bis jetzt auswählen konnte, kann man jetzt Kumpel auswählen. Und dann kann man aus seinem bestehenden Pokémon halt eben ein Kumpel-Pokémon aussuchen. Das zeige ich euch mal an einem Beispiel. Ich nehme einfach mal ein Glumanda. Das klappt jetzt hoffentlich. Moppe Tobias 81 und Glumanda, das hat gedauert. Glumanda ist jetzt ein Kumpel, vielen Dank. Also, jetzt kann ich auf das draufklicken und da sieht man, wie viel Kilometer ich schon zurückgelegt habe. In diesem Fall 0 von 3 und rechts so ein Bonbon. Wer dann noch gar nicht genau weiß, was das Kumpel-Pokémon-Feature ist, das ist im Moment eine Möglichkeit für ein beliebiges Pokémon, was man halt schon hat, zusätzliche Bonbons zu sammeln. Und dafür muss man eine Strecke zurücklegen. Und zwar muss man entweder 1, 3 oder 5 Kilometer zurücklegen und kann man sich ganz einfach merken. Alles, was aus einem 2-Kilometer-Ei kommt, oder fast alles, was aus einem 2-Kilometer-Ei kommt, muss 1 Kilometer pro Candy zurücklegen, pro Bonbon. Alles, was aus einem 5-Kilometer-Ei kommt, braucht 3 Kilometer. Und alles, was aus einem 10-Kilometer-Ei kommt, braucht 5 Kilometer. Die einzige Ausnahme, habe ich hier gerade ausgewählt, ist das Glumanda und die beiden anderen Starter, das Bisasam und das Shiggy. Das geheime Starter, das Pikachu, hat ebenfalls nur 1 Kilometer. Und es gibt verschiedene Größen. Man sieht das da hier. Es gibt Medium, da gehört das Glumanda dazu. Das steht dann neben einem. Achso, jetzt zeige ich vielleicht mal noch ein bisschen mehr. Erstmal sieht man dann unten neben seinem Trainerporträt, sieht man dann, welches Pokémon ausgewählt hat. Und dann fühlt sich so ein kleiner Kreis. Und dann sieht man auch, wie weit man auf dem Weg zum nächsten Bonbon ist. Oder wenn man eben draufklickt, sieht man es auch. Man kann das Kumpel-Pokémon auch jederzeit wechseln, hier unten rechts, und dann steht noch mal, der Fortschritt geht verloren. Das will ich noch ein bisschen genau spezifizieren. Das heißt, der Fortschritt zum nächsten Bonbon geht verloren. Wenn man kurz davor ist, das Bonbon einzusammeln, sollte man das eher eben noch zu Ende machen. Man muss es bestätigen, dass man das weiß. Und dann kann man ein neues aussuchen. Wir nehmen mal zum Beispiel ein anderes Pokémon. Nehmen wir doch zum Beispiel, ich will jetzt verschiedene Größen zeigen. So, Tauboga müsste ja fliegend sein. Genau, fliegend. Das fliegt dann hinter einem. Das hätte ich auch das Aerodactyl nehmen können, das nochmal Spannenderes ist. Aber die Funktion ist die gleiche, das fliegt dann halt hinter einem so her. Tauboga ist natürlich eine Entwicklung von Taubsi jetzt. Wenn man eine Entwicklung nimmt, sammelt man trotzdem Bonbons für die Grundform, für Taubsi in diesem Fall. Ist ja auch logisch, es gibt ja keine Tauboga-Bonbons. So, ich will das jetzt nochmal wechseln, euch mal ein großes Pokémon zeigen. So, wechseln, wieder bestätigen. Dann scrolle ich hier mal nach unten, wenn das Spiel mich lässt. Danke. Und dann wählen wir doch mal ein. Ah, Relaxo geht nicht, weil es in der Arena ist. Na toll. Wo ist mein anderes Relaxo denn? Da. Und nämlich 2 Relaxo. So ist ja nicht. Der feine Herr. So, dann sieht man das mal. Relaxo ist groß. Das ist mein Kumpel und steht dann groß hinter einem. Das ist schon sehr cool. Also das sind die, es gibt bis jetzt Medium, habe ich euch gezeigt. Das steht dann auf Kniehöhe. Dann habe ich euch Flying gezeigt, fliegt hinter einem. Und Big, dann steht das halt sehr groß hinter einem. Und es gibt noch ein kleines Easter Egg im Kumpel-Pokémon-Feature. Das zeige ich euch jetzt auch. Und das ist das Pikachu. So, Pikachu. Wo ist es denn? Hä? Ich hoffe, das ist richtig ausgewählt. Ich glaube, ich habe es richtig ausgewählt. So, nee, ich muss ja hier rüber gehen. So, Kumpel. Wechseln. Yes. Und jetzt suche ich das Pikachu aus. So, muss das mal an den ganzen anderen vorbei. Wenn ich aufnehme und das Spiel laufen habe, dann ruckelt es manchmal. Da habe ich das Pikachu. So, dann nehme ich das 480er Pikachu, 78 EV. Ich habe halt nicht so viele. Wähle es aber mal aus. Und da ist ein kleines Easter Egg.
Das Pikachu steht am Anfang nämlich auch ebenfalls wie das Glumanda einfach neben einem. Pikachu ist mein Kumpel. Aber wenn man 10 Bonbons eingesammelt hat mit dem Pikachu, dann setzt er sich auf die Schulter. Und das ist schon extrem cool. Erstmal kann ich die Pikachu-Bonbons ganz gut gebrauchen. Und ich will euch natürlich gerne zeigen, wie das aussieht, wenn das Pikachu auf der Schulter sitzt. Wie gesagt, dafür muss man 10 Bonbons gesammelt haben. Man sieht auch immer, wie viele Bonbons man schon gesammelt hat. Das kann ich euch dann mal zeigen, wenn es soweit ist. Also ich werde mich jetzt auf den Weg machen, das Handy hier schön in die Halterung klippen, mal kurz gucken, vorne bei der Arena vorbei und zum Fukano-Spot und euch nebenbei dann immer noch ein bisschen was über das Kumpel-Pokémon-Feature erzählen. Ich bin jetzt knapp 1 Kilometer geradelt und mein erstes Buddy-Candy, mein erstes Kumpel-Bonbon kriege ich gleich, kann es ja mal zeigen. Mal aus Pikachu gehen, 0,9 von 1 Kilometer habe ich schon. So, ich bediene das mal hier eben in der Handyhalterung direkt, aber unterwegs habe ich einmal noch die Arena da hinten. Nein, eingenommen stimmt überhaupt nicht. Da war einfach ein Platz frei, mich mit reingestellt. Wo ist denn die? Schon so weit her. Ich will euch übrigens noch mal zeigen. Komm, 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 komm. Da bin ich mit meinem Lamus, Level 26. War noch Platz für einen dritten. Und dann kann ich eigentlich jetzt mal eben meine Münzen einsammeln. Diese fliegen hier rum. 3 kann ich abholen. Sauber. 1000 von Sternstaub, 30 Pokémünzen. Sehr, sehr geil. Dann habe ich hier noch, was ich eben noch mitnehmen möchte, einen Seeper, das hier aufgetaucht ist. Lass mich natürlich nicht entgehen. Ne, komm her. Natürlich gerade ein Abwehrmove. Muss natürlich sein. Ich merke gerade mit der Handyhalterung, da hat man rechts und links hat diese Ding, wenn ich dagegen stoße, kann ich den Ball gar nicht so leicht werfen. Gerade auch bei einem Seeper, wenn ein bisschen weiter weg ist. Ups, bin ich ja genau dagegen gestoßen. Ich werfe eigentlich den Curveball sonst mal so, dass ich bis an den Rand gehe. Muss mich, okay, ich merke schon, da muss ich mir irgendwie einen neuen, wenn ich es da drin habe, einen neuen Move angewöhnen. Oder ein bisschen anders werfen zumindest. Na, geht doch. Übungssache, kriege ich schon auch noch hin. Weil wenn man so in der Hand hält und mit dem Daumen das jetzt macht, wie ich es mir angewöhnt habe, geht das ein bisschen einfacher. Kriegt man aber alles noch hin. Das Seeper habe ich gefangen. Sehr schön. Guck mal, Seeper. Viel WP hat es nicht, wird gleich verschickt. Wird gleich verschickt. Das Handy ist ein bisschen lahmarschig. So, dann kann ich hier noch den Pokestop abholen und dann vom Abenteuerland. Man hört auch schon die Kinder vom Abenteuerland. Abenteuerland anscheinend recht beliebt. Und dann fahre ich dann radelig gemütlich hier nach vorne, nicht zu schnell eben, um das Speedlimit von 10,5 km/h nicht zu überschreiten. Aber dann will ich mit euch gemeinsam den Moment haben, wenn ich mein erstes Buddy, mein Kumpelbonbon bekomme. Da war es eben, mein erstes Kumpelbonbon. Können auch mal kurz reinschauen. Können kurz reinschauen, habe ich gesagt. Die Sprachsteuerung vom iPhone funktioniert noch nicht so gut bei Pokémon. Da steht's. Insgesamt 1,1 Kilometer gelaufen. Und jetzt habe ich hier ja, fürs nächste Bonbon schon 0,1 Kilometer zurückgelegt. Man sieht gar nicht, wie viele Bonbons man jetzt schon gesammelt hat. Ich dachte, das würde ich auch noch mal angezeigt, dass ich jetzt insgesamt schon einen Bonbon habe. Das gibt es anscheinend nicht. Kann man auf das. Kann ich Animationen noch sehen? So, wenn ich auf das Bonbon klicke, passiert da vielleicht was. Dann komme ich direkt auf die Seite des Pikachu. Sehe, wie viele Bonbons ich habe. Jetzt 17, aber nicht, wie viel ich gesammelt habe. Schade. Was ich aber nachschauen kann, ist im Tagebuch. Hier aufs Tagebuch gehe. Ist ja langsamer heute das Telefon. Da, 14.15 Uhr. Pikachu hat ein Bonbon gefunden. Sehr schön. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter nach Süden radeln, zu dem Fukano-Spot, wo ich hoffentlich noch ein paar abgreifen kann. Nebenbei eben noch ein paar Bonbons fürs Pikachu sammeln und mal gucken, ob ich heute die 10 Kilometer voll bekomme, damit es dann auf meiner Schulter sitzt. Da ist auch noch ein Pinsy aufgetaucht. Ich wollte eigentlich nur den Pokestop nehmen, versteckt sich direkt dahinter. Früher war hier so ein Electek-Spawn an der Südspitze des Luitpold Parks. Das hat sich jetzt geändert mit der letzten Nestwanderung eben zu dem Pinsir-Spot. Jetzt mal gucken wieder, wie ich jetzt hier zu kurz, wie ich den Wurf mit der Handyhalterung hinkriege. Noch abgewehrt natürlich.
Immerhin, der Treffer. Also, falls ihr nicht wisst übrigens, was eine Nestwanderung ist, dazu mache ich gerade Videos, dann könnt ihr euch ein bisschen mehr informieren, wie das funktioniert. Auf jeden Fall hat sich dieses Nest, also die Curveballs mit der Handyhalterung, das ist noch nicht so meins. Warnwürfchen auch gern zu kurz, weil ich jetzt nicht so weit nach links kann. Immerhin großartig. Also, wenn ihr nicht genau wisst, was eine Nestwanderung ist, ich mache gerade ein Video dazu. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr es eh mit oder ihr schaut regelmäßig meine Tipps und Tricks Playlist. Und da habe ich das Pinziel und kann dann weiter zu meinem Fukano-Spot. Das ist eigentlich das, was ich heute noch vorhatte, neben dem Zeigen des Kumpel-Features. Wie weit bin ich jetzt mit meinem Pikachu? Jetzt muss ich schon nachdenken. 0,2 Kilometer. Man sieht auch, wenn man genau hinschaut, so einmal rechts, aber so auch da unten, sieht man so einen blauen Kreis. Das hat von der Farbe abhängig, welches Team man ist, um das Pokémon, wie der Fortschritt zum nächsten Bonbon schon ist. Ich habe hier für euch nochmal ein Bild rausgesucht, wie das dann aussieht, wenn Pikachu endlich auf der Schulter sitzt. Ist schon sehr, sehr süß. Außerdem sitzen noch Raupi, Taubsi, Habitak, Evoli und Hornio. Genau, die sitzen alle auch noch auf der Schulter. Ich habe euch in der Beschreibung auch einen Link reingeschrieben, da könnt ihr draufklicken. Dann seht ihr, welche Pikachu, welche Pokémon eben auf der Schulter sitzen, welche groß sind, welche fliegend und welche nur bis zum Knie reichen. In der Liste seht ihr dann ebenfalls, wie viele Kilometer jedes Pokémon braucht, um einen Kumpelbonbon zu finden. Das mit dem Speedlimit habe ich ja auch schon mal angesprochen. Das ist das gleiche wie beim Eierausbrüten. Allgemein funktioniert diese ganze Distanzmessung genauso wie beim Ei. Und ihr dürft halt maximal 10,5 km/h schnell sein. Und zuletzt ist es vielleicht noch wichtig zu überlegen, was noch alles kommen könnte. Denn schon in der ersten Ankündigung wurde das Kumpelbonbon nur als Beispiel genannt für das, was alles möglich sein soll mit diesem Freundschaftsfeature. Wenn man jetzt an andere Spiele denkt, dann ist es durchaus möglich, dass zum Beispiel bestimmte Entwicklungen nur mit Pokémon möglich sind, mit denen man sich angefreundet hat. Schon jetzt ist es so, dass der zurückgelegte Weg pro Pokémon gespeichert wird. Es ist also so, dass wenn ich jetzt ein bestimmtes Pikachu nehme und damit 10 Kilometer laufe, dann kommt das einmal auf die Schulter natürlich, ich kriege meine 10 Bonbons, aber es wird auch für dieses Pokémon festgehalten, dass wir 10 Kilometer zurückgelegt haben eben. Und wenn ich ein anderes Pokémon nehme, dann hat das wieder seinen eigenen Wert. Und wenn ich auch ein anderes Pikachu nehme, hat das auch seinen eigenen Wert. Also es ist durchaus möglich, dass wie gesagt, einmal Evolutionen, also Entwicklungen vielleicht zukünftig von dem gemeinsamen zurückgelegten Weg abhängen. Und vielleicht aber auch noch andere Sachen. Vielleicht verbessern sie sich auch. Vielleicht kann man Movesets nochmal ändern. Oder viele andere Sachen, die da durchaus möglich sind. Ich bin jetzt hier inzwischen bei der alten Pinakothek angekommen in München. Hier im Hintergrund, und man sieht auch schon ein paar Namen, Dürer, Raphael, viele schöne Bilder, die man sich angucken kann. Da drüben ist die neue Pinakothek, ein bisschen modernere Sachen. Aber wir sind ja nicht hier für Kunstwerke, wir sind hier für Pokémon. Und man sieht auf dem Radar schon ein Fukano, ein Pummeluff. Ich habe eben schon auf dem Weg hier vorne direkt zwei Pummeluff gefangen. Keine Ahnung, ich habe schon befürchtet, das Fukano-Nest hat sich in ein Pummeluff-Nest verwandelt. Aber das Fukano ist zumindest noch auf der Karte zu sehen. Ein Pummeluff ist hier direkt vor mir gleich gespawnt. Das nehmen wir doch mal mit. Und auf dem Weg habe ich noch ein weiteres Pikachu-Bonbon bekommen. Das hat also auch geklappt. So, erstmal das Pummeluff einsacken und dann überlegen, wo das Fukano sein könnte. Das ist, glaube ich, gerade erst hier vorne aufgetaucht. Also vielleicht da hinten, so Richtung Ostseite, Südosten, so hinter der alten Pinakothek. Muss ich gleich mal nachschauen. Erstmal das Pummeluff mitnehmen, das können wir gleich mal verschicken. Das Handy spinnt heute übrigens total rum. Ich weiß nicht, das Spiel läuft sehr, sehr ruckelig. Das ist oft eh ein bisschen problematisch, wenn ich gleichzeitig aufnehme und spiele. Heute fällt es mir aber mehr auf als sonst. Es ist auch schon mal abgestürzt. Und auch die Aufnahmesoftware hat ein bisschen gespackt. So, irgendwie scheint das Telefon heute sehr überfordert zu sein. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so einen schlechten Tag hat oder ob es an dem Update von Pokémon Go liegt. Deswegen fehlt auch ein bisschen von der Herfahrt jetzt vom Video leider was. Das hätte ich lieber komplett aufgenommen. So, ich will mal nicht so viel rumerzählen, sondern lieber schauen, dass ich das Fukano finde. Wie gesagt, ich vermute, dass es eher hier so ist. Ich bin jetzt von hier gekommen. Und da ist es aufgetaucht, dass es vielleicht hier so eine Ostseite ist oder Südseite von der alten Pinakothek. Da oben ist die neue Pinakothek. Da hinten heißt der Stop eigentlich auch so. Ellen Amman. Nee. Aber hier hinten, das ist halt die neue Pinakothek da. Sieht man so ein bisschen hinter den Bäumen. Aber wie gesagt, die Fukanos waren meistens hier so dazwischen. Wir schauen einfach mal.
Da musste ich zum Glück nicht lange suchen. Das Vulcano hier direkt vor der neuen Pinakothek gefunden. Sorry übrigens, dass es gerade ein bisschen laut ist. Die Straße macht Lärm, aber das soll uns jetzt hier nicht stören. Das Vulcano, dafür investiere ich schon eine Himbeere. Und immer auch ein Superball, oder? So, komm. Weil es ist tatsächlich, mit manchen tue ich mich schwer. Bei dem Vulcano, das ist weiter hinten, als ich das denke. Da, danke. Irgendwie mit manchen verschätze ich mich dann immer. Dann werfe ich den Ball nicht weit genug. Das Vulcano gehört anscheinend mit dazu. Okay, ich muss also weiterwerfen. So, großartig, geht doch. Mit bisschen Übung. Bei Zubats tue ich mich noch schwer, bei Taubsi ist manchmal komischerweise. Und es gibt irgendwie so ein paar Pokémon, wo ich mich immer verschätze, wie weit ich den Ball werfen muss. Jetzt hat es geklappt. Sehr schön, Vulcano. Da fehlt mir immer noch, wie viele Bonbons? Zu einem, zwei Bonbons noch für eine Arcani-Entwicklung. Das behalte ich auch mal, das ist ungefähr Level 20. Das passt. Und wie man sieht, hier ist allgemein viel los. Viele Pokestops. So gespielt hat er nochmal, hat er vorhin schon aktiviert. Hier ist auch eins mit Dokudu versehen, da ist ein Sterndu. Da hinten bei der alten Pinakothek auch einiges an Pokestops auf dieser Wiese direkt davor. Aber ich werde das heute nicht mehr machen. Das hat mehrere Gründe. Eben schon mal angesprochen, mein Handy spackt total. Es ist wirklich sehr ruckelig, mühsam zu spielen. Die Aufnahme spinnt oft. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt von dem Vulcano geklappt hat, sonst wäre es extrem ärgerlich. Und ich möchte erstmal nach Hause das Video schneiden, damit ich heute noch das Kumpel-Pokémon-Video hochladen kann. Und dann werde ich mir mal anschauen, was mit dem Telefon los ist. Vielleicht mache ich auch das Update zu iOS 10. Vielleicht klappt das danach wieder besser. Vielleicht liegt es irgendwie auch an Kleinigkeiten in dem neuen Pokémon Go Update. Und es wird irgendwie jetzt mit dem nächsten Patch rausgebügelt und verbessert. Das wäre doch mal was. Aber ich finde heute, es nervt so ein bisschen. Was aber ganz cool war, ich habe jetzt schon 2,5 Kilometer mit meinem Pikachu zurückgelegt. Ich tippe da drauf. Und das dauert, das ist wirklich extrem langsam alles. 2,5 Kilometer, also ich sammle da fleißig meine Bonbons. Ich kann in dem Video jetzt nicht mehr live zeigen, wie das auf meine Schulter landet. Das zeige ich euch demnächst, aber ich blende auf jeden Fall ein Bild ein, damit ihr mal wisst, wie das aussieht. Wenn ich auch andere Sachen zum Kumpel-Pokémon-Feature erklären oder zeigen soll, die ich nicht gezeigt oder erklärt habe, schreibt es in die Kommentare, dann beantworte ich die gerne. Ansonsten radel ich jetzt fix nach Hause, schneide das Video und guck mal, dass mein Handy wieder funktioniert. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Halt, stopp, bevor ihr weg seid. Eine Sache wollte ich euch wenigstens noch zeigen. Ich habe ja heute Morgen gerade erst ein Egg-Opening gemacht, einige Eier ausgebrütet und ich habe schon wieder ein paar neue bekommen. Jetzt bei der Tour durch die Stadt, das wollte ich euch wenigstens noch zeigen, weil es, ja, Batterie fast leer, vielen Dank, ist nämlich schon wieder ein 10-Kilometer-Ei dabei. So, das werde ich gleich mal in den Inkubator tun. Da, das 10-Kilometer-Ei. Und dann werde ich die anderen natürlich wieder so timen, dass ich die 5-Kilometer-Eier, die ich da noch habe, und ich habe diesmal richtig viele 2-Kilometer-Eier bekommen, so timen wir, dass die ungefähr gleichzeitig ausgebrütet werden. Das mache ich immer ganz gerne. Es wundert mich jetzt tatsächlich, dass ich so viele 2-Kilometer-Eier bekommen habe. Das kann auch sein, dass wir mit dem Patch wieder was geändert haben. Ganz am Anfang habe ich relativ viele 2-Kilometer-Eier bekommen und ungefähr vielleicht gleich viele 5-Kilometer-Eier. Hallo, bisschen Ruhe hier, ich nehme auf. Und ich habe auch gar nicht so wenig Glück immer gehabt mit den 10-Kilometer-Eiern. Auch diesmal ist ja wieder ein 10-Kilometer-Ei dabei. Aber gerade in den letzten 2 Wochen habe ich dann fast ausschließlich 5-Kilometer-Eier bekommen. Jetzt ist das erste Mal, dass ich neue Eier eingesammelt habe nach dem Patch. Und 1, 2, 3, 4 von 8 neu aufgesammelten Eiern, ein 10-Kilometer-Ei, 4 2-Kilometer-Eier und 4 5er. Mal gucken, ob sich das jetzt bewahrheitet, dass jetzt tatsächlich mehr 2-Kilometer-Eier droppen oder ob das einfach nur Glück war. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Jetzt bin ich allerdings wirklich weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.